Hallo, willkommen zu 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Und heute wieder mal so ein bisschen aus dem Finanzbereich, Aktienbörse, so in dieser Richtung. Man merkt ja so in der heutigen Zeit, dass immer mehr Menschen so die Börse für sich entdecken. Ne? So ein bisschen so mit Aktien, für Aktien sich interessieren. Und es sind, wie gesagt, Menschen, die das für sich entdecken. Das heißt, sie hatten damit bisher wenig bis gar nichts zu tun. Und wenn man natürlich so an das Thema Börse rangeht, gibt es natürlich viele Gefahren, dass man sich da schnell die Finger verbrennen kann. Und in dem heutigen Video geht es mal um den Bereich bei diesem Thema, dass man an der Börse nur das handeln und kaufen sollte, was man kennt und was man versteht. Das ist so eine Regel, sage ich mal, die ja jetzt nicht Gesetz ist, ne? Aber die verdammt wichtig ist. Ich kann jetzt mal von mir sagen. Ich bin jetzt schon, ich will nicht sagen, ja doch, Jahrzehnte. Mal mehr, mal weniger stark, so ein bisschen an der Börse aktiv, hobbymäßig. Hab mir auch manchmal so 2-3 Jährchen Auszeit genommen, wo ich gar nichts da gemacht habe. Aus verschiedensten Gründen, persönliche und so weiter, war die Zeit nicht da oder wie auch immer. Aber über die Jahrzehnte hin, wirklich viele, viele, viele Jahre, immer wieder an der Börse. So ein bisschen aktiv, weil mich halt interessiert. Also ich bin schon lange dabei, um es mal so zu sagen. Ich habe schon alles erlebt, Höhen, Tiefen. Kenne mich eigentlich, ich will nicht sagen, jetzt sehr gut aus. Aber ich weiß, worum es bei Aktien und Börse geht und ich habe da schon ein gewisses Wissen. Grundwissen, Basiswissen, nennt wie ihr es wollt. Und selbst ich also, der ziemlich lange dabei ist, sagt für mich persönlich, ich mache nichts zum Beispiel mit Währungen oder mit Bitcoin. Warum? Ich kenne mich da nicht aus und ich habe da noch nie so mich mit beschäftigt. Oder ich mache so nichts mit Rohstoffen, ne, ob es jetzt verschiedene Erden sind oder verschiedene Edelmetalle, was weiß ich. Da kaufe ich nichts, damit handle ich nicht, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Weil ich mich da nicht auskenne und einfach auch nicht so verstehe, worauf man bei Rohstoffen achten sollte, wenn man da kauft und verkauft. Genau eben mit Währungen oder mit Bitcoin. Habe ich mich nie so reingearbeitet. Oder ich mache nichts mit Immobilien. So Immobiliengeschichten zu kaufen an der Börse, irgendwelche Beteiligungen und so weiter. Kenne ich mich nicht mit aus. Verstehe ich nichts so von, worauf man da achten sollte. Mache ich auch nichts. Ihr merkt also, selbst ich, der Jahre, Jahre lang an der Börse aktiv ist und sich da auskennt, mache viele Dinge nicht, weil ich das nicht kenne, damit nicht auskenne, damit ich mich nicht, habe ich mich nicht mit beschäftigt, ne, um es mal so zu sagen. Und wenn jetzt eben Leute ganz unbedarft an die Börse kommen und da noch gar nicht so die Erfahrung haben, dann wird es natürlich schon schwierig. Also man sollte sich auf jeden Fall Basiswissen aneignen und eben auch nur das handeln, was man kennt und was man versteht. Das waren jetzt Beispiele, Rohstoffe, Währungen, Immobilien, so allgemeine Beschreibungen. Aber ich mache ja meistens so mit Aktien und etwas hier und da mal mit Zertifikaten auf Indizes oder auf Aktien. Das ist so mein Bereich, wo ich mich so hauptsächlich aufhalte. Aktien und Zertifikate auf Indizes oder auf Aktien. Oder halt Aktien an sich. Nur der Bereich. Aber da gilt auch bei Aktien. Handle und kaufe nur die Aktien, die du kennst, die du verstehst, was die Firma tut,
Kaufe nur die, mit denen du dich auch beschäftigt hast. Weil viele, die an die Börse kommen, springen dann irgendwo auf solche Seiten auf. Es gibt gute Seiten rund um Aktien, aber es gibt auch so, ja, ich will nicht sagen, irgendwelche Hobby-Seiten oder so, wo dann irgendwelche Tipps gegeben werden, Empfehlungen gegeben werden, also klare Aussagen gegeben werden, ah, das ist hier gut in nächster Zeit und dies und das. Und wenn jemand neu an der Börse ist, der sagt, oh, guck mal, der sagt, das ist gut und das klingt ja alles plausibel, oh, die kaufe ich mal. So, und derjenige weiß nicht, was die Firma überhaupt tut, hat sich nicht beschäftigt, wie überhaupt so in der Vergangenheit die Entwicklung der Firma war, hat sie Gewinn gemacht, hat sie Verlust gemacht, guckt sich den Chart nicht an, habe ja schon mal ein Video gemacht, dass fundamentale Daten und Charttechnik beim Aktienkauf meiner Meinung nach gleich wichtig sind, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Wie gesagt, schaut sich den Chart nicht an, interessiert gar nicht, ob da jetzt ein Abwärtstrend läuft, er kauft. Die Person kauft anhand irgendeiner Aussage oder was jemand da geschrieben hat oder wie auch immer. Und ja, nicht selten geht das dann eventuell in die Hose, vor allem wenn es dann so Aktienempfehlungen sind, die so ein bisschen im Bereich sich tummeln, wo wenig gehandelt wird, wo wenig Aktienumsatz ist. Also so kleine Firmen, die leicht manipulierbar sind von eben solchen Personen, die dann irgendwas empfehlen, ne? Nur um dann eventuell selbst sich daran dann zu bereichern. Es gibt ja da einiges. Ne? Und wenn man da sich eben dann sich nicht beschäftigt, geht sowas schnell in die Hose. Ne? Also wie gesagt, ich kaufe, wenn ich Aktien kaufe, schaue ich mir erstmal das Unternehmen an, schaue mir den Chart vor allem auch an, gucke ein bisschen drumherum, lese natürlich auch, was geschrieben wird, um das dann mit meiner Meinung abzugleichen. Es gibt gute Seiten. Also ich kann immer wieder meinen Videos, empfehle ich immer wieder gottmodtrader.de. Das ist eigentlich die Aktienbörsenseite im Internet, wo wirklich kompetent geschrieben wird. Da wird nicht pauschal irgendein Tipp oder gegeben oder was empfohlen. Da wird, wenn über eine Aktie gesprochen wird, da wird allgemein um die Aktie verschiedene Punkte beleuchtet. Und da musst du dir als Aktienkäufer dir dann selbst Gedanken machen. Überzeugt dich das oder überzeugt dich das nicht? Da wird kein Tipp oder so, ein klarer Tipp gegeben. Es wird nur eventuell gesagt, wie sich das Ganze eventuell entwickeln kann. Aber gottmodtrader.de finde ich eine sehr gute Seite, das kenne ich schon seit Jahren und lese da immer wieder verschiedene Analysen und so weiter durch und nehme das so ein bisschen, ja, so mit als, wie soll ich sagen, naja, Hilfe, Baustein kann man das nicht nennen, aber so als zusätzlichen Baustein für meine Überlegung, diese und diese Aktie zu kaufen. Ich werde meine Entscheidung nicht nach der Analyse da bei gottmodtrader richten. Aber ich nehme das als zusätzlichen Baustein, gleiche das so ab, was ich so allgemein für eine Meinung über das Unternehmen und die Aktie habe, überlege, passt das zusammen und entscheide dann ganz allein, ob ich die kaufe oder nicht kaufe. Denn jeder Aktienkauf, das sollten auch die Menschen natürlich wissen und lernen, die neu an der Börse sind, jeder Aktienkauf, den entscheidet die Person selbst. Nicht die Person, die irgendwo was geschrieben hat, einen Tipp gegeben hat oder wie man das auch nennt. Nein, du entscheidest selbst, ob du diese Aktie kaufst. Wenn du kannst nicht später sagen, der und hier stand das und der hat das gesagt, dass die Aktie gut ist, dass die steigt. Jetzt habe ich die gekauft und die fällt. Der ist schuld. Bullshit. Wer so an die Börse geht, soll gleich daheim bleiben. Wer so anfängt, die Fehler für seinen missratenen Aktienkauf bei anderen zu suchen,
soll daheim bleiben, soll gar nicht an die Börse gehen. Es gibt nur eine Person, die im Falle eines sinkenden Aktienkurses oder eines Fehlkaufs schuld ist. Und das bist du selbst, das bin ich selbst, weil ich per Mausklick im Internet, ich habe diese Aktie gekauft. Ich habe entschieden, aus verschiedensten Quellen, was ich mir so gelesen habe, ja, das will ich kaufen, ich habe es für mich entschieden, ich kaufe. Kein anderer ist schuld, wenn du einen Fehlkauf oder ich einen Fehlkauf gemacht habe. Das ist somit eine der ersten Dinge, die man lernen muss, wenn man neu an der Börse ist. Nämlich, ob es gut geht oder ob es weniger gut geht. Du selbst bist dafür verantwortlich. Fange nie an, an der Börse anderen die Schuld zu geben. Wenn es schief geht, dann hast du dich irgendwie falsch informiert. Du hast eine falsche Einschätzung gemacht. Du hast dich beeinflussen lassen. Obwohl du dich nicht beeinflussen lassen sollst, du sollst es nur als zusätzlichen Baustein heranziehen für deine Überlegungen, aber nicht blind danach handeln, wenn dir jemand was sagt. Wie gesagt, wenn es schief geht, hast du irgendeinen Fehler in deiner Kette gemacht. Im Endeffekt, oder hast du auch nur Pech gehabt? Es war vielleicht alles von dir gut durchdacht. Du kannst dir eigentlich keinen Vorwurf machen. Ist mir schon unzählige Male passiert. Ich habe eine Aktie gekauft, Chart angeschaut, die fundamentalen Daten, die Zahlen, Quartalszahlen, hier und da Analysen gelesen. Mein Gott, es hat alles gepasst, um für mich zu sagen, die Aktie kaufe ich. Und es ist schiefgegangen. Irgendwie kam plötzlich nach deinem Kauf, 2-3 Wochen später, eine Gewinnwarnung. Das ist mit eins der tödlichsten Dinge für einen Aktienkurs, wenn im Laufe des Jahres eine Gewinnwarnung kommt. Das ist Horror pur. Also in den meisten Fällen ist das dann Worst Case für eine Aktie, zumindest im kurzfristigen Zeitraum. Da hast du Pech gehabt. Das konntest du nicht vorhersehen. Wie auch, es kam ja erst 2-3 Wochen später. Du hast Pech gehabt. Ja, es kann einfach richtiges Pech an der Börse auch dazu kommen. Aber eins ist nie der Fall. Oder eins darf man nie machen, anderen die Schuld für deinen Aktienfehlkauf geben. Entweder hast du einen Fehler gemacht in deiner persönlichen Analyse, in deinen Dingen, die du dafür gelesen hast, herangezogen hast, hast du einen Fehler gemacht. Oder es ist schlichtweg etwas eingetreten, was du nicht absehen konntest, was mir auch schon unzählige Male passiert ist. Dann musst du es abhaken, dann ist es in die Hose gegangen. That's it. Passiert. Ja. Aber um eben Dinge zu vermeiden, die auf falschen Einschätzungen beruhen, die auf Fehlern beruhen, die man vorher tut, ist es wichtig, nur das zu handeln, nur das an der Börse zu kaufen, was man kennt, womit man sich beschäftigt hat. Wie gesagt, Währungen, Rohstoffe, Immobiliengeschichten kenne ich mich nicht aus. Habe ich mich bis jetzt nicht beschäftigt. Vielleicht gucke ich mir mal Bitcoin an. Werde ich mich mal einlesen da. Aber Bitcoin kenne ich nicht. Wie das, was darauf man achten muss. Welche Dinge da relevant sind. Also lasse ich da die Finger davon. Es gibt Leute, die sind bei Bitcoin, war doch so vor ein paar Wochen, wo war er bei 60.000 eingestiegen, ja, was weiß ich, 2 Wochen später war es die Hälfte. Ja. Ich kenne mich da nicht mit aus, mache ich nicht. Wie gesagt, es ist keine Garantie, weil, wie gesagt, nach 2-3 Wochen kann bei einer Aktie Gewinnwarnung kommen oder weiß der Geier was. Ist mir schon passiert. Aber mach dann Dinge, die du, wo du, sagen wir mal, das Risiko vorher minimierst.
das Pech, was eventuell mal dazukommt, kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst beeinflussen, einen Fehlkauf zu machen anhand einer falschen Einschätzung. Das sollte man vermeiden. Darum handle und kaufe an der Börse nur, was du kennst und womit du dich beschäftigt hast. Ja. Okay, eure Meinung gerne in den Kommentarbereich. Seid ihr an der Börse aktiv? Könnt ihr das nachvollziehen? Diesen Gedankengang, dass man nur das handeln soll, was man kennt. Wie geht ihr vor? Gerne eure Gedanken dazu in den Kommentarbereich. Würde ich mir sehr gerne durchlesen. Ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, für alle die, die neu an der Börse kommen, man liest hier und da in letzter Zeit häufig, dass Menschen die Börse für sich entdecken. Jetzt auch in der Corona-Zeit, da war das ja so, dass viele sich damit beschäftigt haben. Aber eben noch nicht so diese, ja, wie soll ich sagen, diese Mechanismen der Börse kennen. Ne? Die wissen noch nicht so, dass es da Leute gibt, die zum Beispiel kleine Aktien durchaus gerne manipulieren im Kurs, um dann Kasse zu machen, die den hochtreiben und so weiter, obwohl da nichts Fundamentales dahinter steht, hinter der Firma und so weiter. Da muss man halt sich informieren. Information ist an der Börse das A und O. Und als Neuling an der Börse nicht einfach blind irgendjemandem vertrauen, blind irgendeiner Aktie hinterherlaufen, einem Unternehmen hinterherlaufen, was man überhaupt nicht kennt, oder Dinge kauft, wo man sich nicht auskennt, wie bei mir eben Währungen und Rohstoffe zum Beispiel, womit ich mich nicht auskenne. Seine Grenzen kennen und sich informieren an der Börse, das A und O. In diesem Sinne, bis die Tage, Freunde, macht's gut und tschüss.